Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein Paket von der Pichu, von Pichu Moon abbekommen. Ich verlinke euch ihren Shop unten in der Videobeschreibung. Denn ich werde an einem Event teilnehmen. Das ist aber eher so ein Spaß-Event. Also ich weiß nicht, ob ihr das eventuell schon mal gehört habt bei der Heidi von Craft and Wedding oder von Melly von Melly's Painting Ecke. Die veranstalten auch solche Events selber. Und aber auch andere gestalten solche Events. Und ich fand das Bild so toll und habe dann gesehen, dass ich da quasi an einem Event teilnehmen kann mit diesem Bild. Wie gesagt, das ist so ein Spaß-Event. Das startet am 1. September. Das heißt, glaube ich, einfach nur Regenbogen oder Regenbogenfarben. Oder so ähnlich. Da gibt es eine Facebook-Gruppe zu. Mal gucken, ob ich das gerade für euch finde. Regen. Nee, bunter Regenbogen heißt es tatsächlich. Hier, das ist die Gruppe. Und da kann man einfach dran teilnehmen, einfach ein bisschen was painten, was einfach mit dem Regenbogenmotiv ist. Also da kann man jetzt, glaube ich, nichts gewinnen oder so, aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man da mitmachen kann und dass man einfach gemeinsam so ein Regenbogenprojekt paintet. Das scheint hier so ein kleines Goodie zu sein. Zwar einmal hier so ein süßer Sticker. Ich mag diese Sticker ja total gerne. Im letzten Paket hatte ich auch so einen niedlichen dabei. Und hier haben wir einmal die ABs 554. Ja, mittlerweile klebe ich ja sehr gerne ABs, einfach weil ich jetzt ja meinen E-Painter habe. Habe ich euch in einem Video vorgestellt, einen Painted mit mir. Ich glaube, im letzten Painted mit mir war das. Da habe ich an der Hedwig, glaube ich, gestickt. Ach, gestickt, sag ich, gepaintet. Ich habe ja von der Pichu schon zwei Bilder. Einmal habe ich ihr Shibi. Und ich weiß gar nicht mehr, was war das andere? War das ein Otter? Ich habe die Bilder tatsächlich nach dem Umzug nicht, also ich habe sie natürlich nach dem Umzug aus dem Karton geräumt, aber seitdem weggeräumt und nicht weiter mich damit beschäftigt. Ich muss die irgendwann mal rausholen und natürlich painten. Aber ja, das wird jetzt tatsächlich das erste sein und ich muss ja sagen, der Karton ist ja so niedlich. Also die hat sie früher nicht gehabt, aber der ist ja so süß. Ist ja wirklich schon zu schade zum Wegschmeißen. Es ist von beiden Seiten gedruckt. Kein Karton, wo man von außen gespoilert wird, welches Bild es ist. Ich weiß es natürlich, weil ich habe es ja schlauerweise ausgesucht. Hier hat sie das nochmal in diesem Papier eingepackt. Hier steht nochmal Thank you for your order. Ist immer viel zu schade, eigentlich auszupacken. Wir haben hier auf jeden Fall eine abgesteckte Flauschi-Leinwand. Und das Motiv ist auch gar nicht so groß. Das ist dieser süße Birdie. Und das Besondere daran ist, ich zeige euch das gleich, das könnt ihr so in der Verpackung nicht sehen, der wird mit Fairy Dust Stein komplett gepainted. Das ist 30x40 groß, wobei ich jetzt mal ausmessen müsste, ob das jetzt die 30x40 ist, aber ich glaube, ich habe kein Lineal gerade hier. Nee. Ah doch, warte mal. Ich habe einen Zollstock hier. Der tut es ja auch. Wo bin ich denn? Ja, 30 ist es auf jeden Fall in der Breite. Dann wird es wahrscheinlich auch 40 in der Höhe sein. Ja, also es ist wirklich die Größe des Motivs, nicht der Leinwand. Wir haben hier rechts
eine Legende. Hier ist nochmal ihr Shibi abgebildet. Hier oben steht auch nochmal Peach and Moon Art, Your Beautiful Art of Diamond Painting. Und hier oben, wie das Bild heißt, 30x40 Faux Fairy. Und hier unten nochmal ihre Social Media Kanäle. Und ihren Shop. Wir haben eine Okay, ich glaube, das sind die Nachbarn, die irgendwas am Durst machen. Wir haben hier eine relativ dünne Folie. Ich würde mir das ersetzen durch ihr Silikonpapier, was ich bei ihr gekauft habe. Die Leinwand glitzert übrigens, aber meistens kann man das in der Kamera nicht sehen. Na, vielleicht ganz leicht mal, aber ja. Klebkraft ist gut, der Druck ist super, super klar. Richtig schön zu erkennen. Und ich sag mal, 30x40 ist jetzt halt nicht so riesig. Und es ist mal ein gängiges Maß, weil ich immer das Problem habe in den letzten Bildern, dass ich einen Bilderrahmen immer Maß anfertigen muss, weil die einfach keine Standardmaße haben. Ne? Also ich hatte das jetzt bei meinem Karat-Art-Bild, ich hatte das jetzt bei meinem Diamond-Art-Club-Bild, ne, mit der Hedwig. Da warte ich auf den Rahmen, der sollte eigentlich heute kommen mit GLS, verschiebt sich jetzt aber nochmal um 1 bis 2 Werktage. Also mal gucken, wann der wirklich kommt. Und 30x40 ist endlich mal ein Maß, wo ich nicht ewig suchen muss oder, keine Ahnung, der Bilderrahmen weiß ich nicht, was kostet. Ich wollte auch schon damals für mein Karat-Art einen weißen Barockrahmen haben, also wirklich nur einen weißen. Und da wurde mir angezeigt, wie groß war denn das Bild nochmal? 44x45, glaube ich. Und da wurde mir einfach immer angezeigt, ja, 100 Euro oder 200 Euro. Ich so, nee. Ich meine, ich weiß, dass Barockrahmen teurer sind, ne? Klar. Aber ich bezahle keine 100 Euro für so ein kleines Bild für den Rahmen. So, dann schauen wir uns mal die Steine an. Ich habe noch nie Fairy Dust Steine gepaintet. Ich habe welche drin. Huch, da ist ein loses Steinchen, normales. Ich habe welche drin in meinem Bild von der Heidi, was ich starten werde mit dem Halloween-Bild. Das beginnt auch am 1. September. Ich habe, also da ist, glaube ich, eine Farbe drin, eine AB und ein Fairy Dust. Und ich glaube, in meinem Diamond Art Club-Bild mit dem Wolf habe ich, glaube ich, auch, meine ich, Fairy Dust Steine. Aber die habe ich nicht gefunden. Aber wir gucken mal. Also ich sehe auf jeden Fall, wir haben ja, das müsste mit Gold wahrscheinlich sein. Also es gibt es wohl mit Gold und mit Silber. Wie gesagt, habe ich noch nie gehabt und ich weiß auch null, ob man das in der Kamera jetzt einfangen kann. Aber wir gucken mal. Ich glaube, ein bisschen kann man das sehen. Und ich habe gesehen, wie das, also das hier ist ja silbern. Das hat auch Silber. Und das geht auch nicht ab, das ist in den Stein eingearbeitet. Also ich denke, ein bisschen könnt ihr das erkennen. Und ich habe es halt gepainted oder einen Teil gepainted gesehen und es sah so toll aus. Richtig, richtig schön. Hier haben wir das zum Beispiel jetzt mit Gold. Ich denke mal, dass es die Farbe auch mit Silber geben wird. Das ist ja aber auch so eine Farbe, das ist ja auch hier so eine, wie nennt man die? Das sind ja auch nicht diese normalen, sind das Jellies oder Neon? Ich weiß es gar nicht, oder sowohl als auch, dass man den Namen kennen kann. Hier kann man auch dieses richtig schön sehen. Also es ist kein AB, sondern es ist wirklich Fairy Dust. Und ich bin super gespannt, wie das rauskommt, wenn man das paintet. Wie gesagt, auf dem Vorschaubild oder auf dem Bild, was ich da schon gesehen habe, sah das richtig toll aus. Also, wenn ich mal gucke, würde ich auch sagen, das ist mit Gold und das ist mit Silber. Falls die liebe Pichu das Video schaut, kannst du mir gerne mal schreiben, wie man diese hier nennt. Ob das dann Jellies sind oder Neons und dann als Fairy Dust oder... Ja, und ob ich da richtig liege, dass das einmal mit Silber und einmal mit Gold ist, so wie ich das sehe. Das ist auch mit Silber. Sieht so schön aus. Also ich glaube, das sieht gepaintet richtig, richtig toll aus. Das kann man halt in der Kamera leider gar nicht so genau einfangen.
vielleicht in der Kamera. Hier kann man es, glaube ich, ein bisschen sehen. Richtig, richtig cool. Also da freue ich mich richtig dolle drauf. Das werde ich auch am 1. September starten. Hier, die sind halt so durchsichtig, ne? Also ich weiß nicht. Können sein, dass man die Jellies nennt. Ich habe mich ganz lange mit Diamond Painting nicht beschäftigt oder ich sag mal so, nur so Kleinigkeiten gepainted. Ach, mega. Mega, mega schön. Die Farbe ist auch richtig schön, so ein Mint. Ja, die Arbeiter nebenan sind da. Super schön. Ich glaube, hier kann man es auch ganz gut erkennen, dass es Silberglitzer ist. Also ihr seht hier dieses Schimmern, ne? Und das ist einfach dieses... Huch, noch ein Steinchen. Ist das ein normales oder ist das ein... Das ist zum Beispiel ein... Einer von denen. Ich weiß gar nicht, gehört der hier rein? Ich gucke mal gerade, ob das die Farbe ist. Einfach mal mit dabei. So, ich glaube, die hatte ich euch noch nicht gezeigt, ne? Das ist halt wirklich kein AB, sondern wirklich diese... Fairy Dust. Und das sieht so, so, so schön aus. Hier zum Beispiel ist Gold drin. Und ich weiß, es gibt die einmal mit Gold und einmal mit Silber. Ah, hier könnt ihr es auch ganz deutlich sehen, ne? Ja, dazu bekommen wir eine Legende. Die sieht so aus. Ich habe hier nochmal das Bild von ihr. Und wir haben hier 25 Farben mit DMC-Nummern. Die werde ich mir auf jeden Fall, wenn das überbleibt, wegsortieren. Ja, also bin ich mega gespannt drauf, wie das aussehen wird. Freue ich mich richtig, richtig dolle drauf. Und ich sage mal so, heute ist der 28. Heute, nein, gar nicht, weil heute ist der 29. Gestern war der 28. Ich habe den Kalender noch nicht umgestellt. Das heißt, in 3 Tagen kann ich starten. Das ist ein Sonntag, da bin ich ja dann auch daheim und da freue ich mich. Da freue ich mich so sehr drauf, das zu painten mit eckigen Steinen. Ich weiß, es gibt es auch mit runden, also ihr habt ja auch viel so, ne? Ihr seht das ja schon, ne? Viel so Colorblocking. Aber ich werde hier auf jeden Fall die Folie von der Pichu drauf machen und mir dann halt wieder so Kästchen schneiden. Ich habe einfach jetzt die Erfahrung gemacht beim Painten, dass mir das mehr Spaß macht. Und ich sag mal so, ich mache dann das Feld halt auf und ich painte das halt auch fertig, ne? Das kann je nachdem nach Colorblocking eine Viertelstunde dauern, dass ich da fertig bin. Oder das kann auch eine halbe Stunde dauern, je nachdem wie viel Konfetti ich habe. Aber es ist auf jeden Fall, ja, für mich besser. Es macht mir so viel mehr Spaß. Ich denke, ich werde in Zukunft die Bilder immer alle so painten. Ich habe das früher auch mal eine Zeit lang gemacht, habe dann wieder aufgehört, habe dann über eine größere Fläche gepaintet. Aber so kleine ist wirklich... für mich besser. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Auch vielen Dank hier nochmal für das Goodie. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.